wenn das Badergatz vor dem Dorfbad schweres Gefährt auffahrt. Wenn der Käppeli an verschiedenen Plätzen etwas abladet und installiert, dann ist es Zeit, dass eben Badergatz zu Badergarz wird. Wir sind 26 Tage vorher dort, wo der Marcel Bernitz, der Künstler, der zu Buchs aufgewachsen ist, seine Holzfigur aufgestellt hat. Künstler, das heisst auch mithelfen. Und er hat uns dann enthüllt. Wir waren gespannt, was er uns hier enthüllt. Er hat mir gezeigt, wie ich die Kamera herstellen soll. Und das habe ich genauso gemacht. Und dann ist der spannende Moment gekommen, die Enthüllung. Hoppla, Handy, Handy, zweimal miteinander, also mit Handy kommunizieren. Ja, super. Und das hat natürlich eben auch die Führerinnen interessiert. Was denkt der Künstler dabei? Sie möchten natürlich wissen, damit sie eben den Besucherinnen und Besuchern auch ganz genau sagen können, ja, was hat der Künstler gedacht? Wie kann man das verstehen? Und der Marcel Bernet hat nicht nur geholfen abladen, ist nicht nur dort überall dabei gewesen, sondern ist auch freizügig gewesen mit der Auskunft. Ja, Künstler sein, das heisst eben auch mithelfen, studieren. Und natürlich eben die Führerinnen natürlich auch. Und dann ist es darum gegangen, die Figuren eben zu platzieren, zusammen mit Hilfe vom Käppeli. Ein erprobtes Team, das Käppeli-Team. Eine logistische Meisterleistung, ein Zusammenwirken von Technik, Kunst, Handwerk, Enthusiasmus, Freude eben an dem Ganzen, dass eben Badergatz zu Badergarz wird. Und das habe ich dann auch gemerkt. Dann auch die Einwohnerinnen, die Einwohner wirklich Freude und haben gesagt, jetzt geht wieder etwas zu Badergatz. Ja, also. Und natürlich der Marcel Bernet hat hier fleissig mitgeholfen und hat geschaut, dass seine Figuren eben ins beste Licht gerückt werden. Unglaublich, wie schön die Holzfiguren hier sind. Mit der Motorsäge geschnitzt, müsst ihr das noch genauer erfahren. Ja, und dann ist es darum gegangen, wie kann man die platzieren. Ein Künstler muss da mitmachen. Da wirkt das eine Technik und Kunst Hand in Hand. Und es ist natürlich eben auch wichtig, wie könnt ihr stehen? Wo stehen sie? Es ist auch ein Zusammenwirken von diesen verschiedenen Skulpturen. Ohne die Technik, ohne das logistische Verständnis und die grosse Erfahrung von der Käppeli wäre das nicht möglich. Und dann natürlich ist auch wichtig, dass jemand die Fäden in der Hand hat. Und das sind natürlich ganz klar die Meisters. Ja. Badergatz, also wird zu Badergarz. Wir haben gesehen, am 5. fängt es an, am 5. Mai bis am 4. November geht es. Und wir können natürlich nur einen Teil des Beitrags zeigen. Das ist der Hohmeister. Sie ist dann gekommen, sie hat ganz kurzfristig erfahren, auch ein anderer Künstler möchte dies und jenes noch da vorne herstellen. Der Marcel Bernet hat, glaube ich, eine Figur mehr gebracht. Ja. Und dann wird es natürlich dann eben schwierig. Aber es ist alles sehr, sehr locker vonstatten gegangen. Gibt es denn auch Pannen, habe ich das der Hohmeister gefragt. Es gibt natürlich auch Pannen, aber es ist schön, wenn es ohne Pannen alles vorbeigeht. Du stehst jetzt cool hier auf dem Platz. Du hast vorhin Marcel Bernet gesagt, du müsstest auch ein bisschen weichen. Also, du hast kurzfristig erfahren, dass so noch etwas anderes herkommt, gell? Ja, natürlich. Ich war daheim ja etwas ganz anderem. Am Computer bin ich und habe also Einladungskarten noch verpacken und so weiter. Und dann hat auch einer von der Käppeli angerufen. Wir haben das Problem. Der Herr Bernet hat zwei Skulpturen mitgebracht. Ich komme schnell schauen, wie wir die platzieren könnten. Weil ich weiss auch, dass an diesem Platz oder ganz in der Nähe eben noch eine andere Künstlerin ihre Skulpturen ausstellen will. Und oben dran kommt dann vielleicht einmal der Weizen, gell, wo die Tische ausstellen. Also du musst auf alles schauen. Genau, genau. Oder? Genau. Das ist schön, also ist eigentlich schön, wenn da der Weizen einen gelben durch einen abgeschnittenen VE ausstellen will, wo er dann eine Bar macht oder irgendetwas, um drauf sitzen können. Und es ist einfach sehr schön, wenn die Dorfbevölkerung mitdenkt und mitmacht und schlussendlich auch mithilft. Dann jetzt gemerkt, dass aber der Marcel Bernet 26 Tage vor der Öffnung ausgestellt hat, die Bevölkerung macht mit seiner riesigen Freude, sie kommt, da läuft etwas Badergasse. Also Badergasse ist im Grunde nur ein Kunstwerk mit vielen toleranten Leuten, natürlich auch viele Leute, die daher kommen, oder? Ja, also im Moment ist es eben sehr spannend. Das ist auch für mich die allerschönste Zeit und wir sagen immer, es ist wie man pfennt. Jeden Tag, wenn wir ins Dorf gehen, steht eine Skulptur mehr. Also ist wie man pfennt, ein Türchen wieder öffnen. Und dann ist eben bald Weihnacht und bei uns ist dann bald der 5. Mai. Aber mit 24 Tagen ist nicht gemacht, gell, vor der Reizungszeit. Das nein, ist lang nein. Die geht eigentlich nahtlos. Ich habe jetzt daheim schon einen riesen Schrank voll mit Material, also mit Unterlagen für 2021. Solche Künstler, die sich beworben haben, die aber definitiv zu spät waren. Alle Zähne im Kühlschrank. Und die Zähne hängen auch am Kühlschrank. Das ist ein grosser Kühlschrank. Ja. Ist ein Gefrühre, ja. Und am 23. da steht eben deine Tochter Carla aus. Jawohl. Etwas Spezielles. Ja, eben Carla ist ja eigentlich, macht keine Skulpturen, aber sie macht alle drei Jahre für Badergatz macht sie Skulpturen. Sie ist eigentlich Malerin,
auf Leinwand. Aber für unsere Ausstellung dort sind wir irgendein Blech bemalen. Und es macht uns viel Freude und es macht ihr viel Freude. Und sie ist stolz, dass sie dabei sein darf. Carla ist eine von vielen Künstlerinnen und Künstlern. Wie viele sind es dieses Jahr? Wir haben dieses Jahr 77 Künstler und Künstlerinnen und die kommen aus 17 Ländern. Aus allen Erdteilen? Nicht ganz aus allen Erdteilen. Da wird hergeflogen? Die werden hergeflogen oder die kommen mit dem Schiff oder mit Container aus Dubai. Container, sehr kompliziert, aber auch er wird da sein, wenn es dann muss. Wer jetzt übernimmt denn das? Also das Finanzielle fragt man im Normalfall ja nicht, aber wer übernimmt denn das, den Transport und das alles? Also wir übernehmen jeden Transport, also außer der kommt von wahnsinnig weit her. Und dann sagen wir einfach, wenn er die Europagrenze überschritten hat, dann geht es auf unsere Kosten. Ich wollte einfach mal sagen, weil es braucht ein riesiges Engagement, es braucht eine Freude, man muss angefressen sein. Gell? Also ohne das geht es nicht. Eben angefressen und ein bisschen spinnen, ohne geht es nicht. Bist du jetzt so ein kleines bisschen rechts oder links, wie man es will, vom Dorfbad? Und letztes Jahr hat der Rolf eine super lyrische Rede gehalten. Er ist eigentlich ein Dichter, oder? Aber etwas Kunstmäßiges, so Bildnisches, hat er noch nie überlegt. Du meinst zum Machen? Ja. Oder du? Ich bin im Wortenheim, ich schreibe meine Gedichte und das mache ich immer noch, habe ich auch immer noch Zeit dafür. Und der Rolf, im künstlerischen Bereich, ist er mir weit voraus und ich muss immer nicht lossagen, unsere Tochter Carla hat hundertprozentiges Talent von ihm geerbt. Er hat als Bub viel gemalt, er hat als Bub sehr viele Preise gewonnen, hat können damit wieder reisen eben. Und es liegt schon in ihm drin, ja. Ich glaube, ich möchte wetten, einmal gibt es noch ein Hohmeister-Senior. Vielleicht nicht in der Malerei, aber vielleicht würde er am liebsten den Flügel auf den Dorfplatz transportieren und dann würde er dort jeden Tag ein paar Stunden Klavier spielen und das wäre dann für ihn die allerhöchste Kunst. Ich möchte weiter, das werden wir mal noch sehen und erleben. Das ist der Marcel Bernet. Er hat zu der Maria Herrenstuhl gesagt, dass unten sieht der Max oben, Maria, ja. Ja, Marcel Bernet, jetzt zuerst einmal gar keine Frage zu deiner Kunst. Also, mich würde es wohl interessieren, wie bist du aus der Kunst gekommen? Du bist ein Boxer, gell? Ich bin ein Boxer, ja. Ja, für die Kunst hat zu mir gekommen. Das heisst, ich bin jahrelang in Ausstellungen gegangen und habe gedacht, eigentlich möchte ich das auch machen. Ich habe aber immer gefunden, das kannst du gerne nicht und andere können das viel besser. Aber irgendwie hat es gleich immer gerufen. Und dann habe ich mir einen alten Traum verwirklicht. Ich habe einmal einen Kurs gemacht, Holzbildhauer, in der Bildhauerschule in Petscha. Und dort habe ich gemerkt, das ist es, das will ich machen. Aber bist du in der Bank gewesen? Du hast ja kaufmännisch gemacht? Ja, ich habe die Lehre gemacht. HBV und Geld zählt? Ja. Den Anfang habe ich eine Banklehre gemacht. Also zuerst habe ich gelernt, wie man Rechnungen schreibt. Ja. Später habe ich im Marketing geschafft, habe ich gelernt, wie man textet, habe auch im Journalismus geschafft. Und jetzt als Künstler kann ich ein bisschen Buchhaltung buchen und ein bisschen Marketing und habe einen Haufen gelernt über Handwerk. Also ja, aber wie kommst du zu dem Kurs, weißt du? Wie komme ich habe die Schnauze voll von der Bank. Nein, ich habe eben gesagt, die Kunst ist zu mir gekommen. Ich habe eine Skulptur gesehen in einer Ausstellung von Stefan Balkenhol. Der macht wunderschöne Holzskulpturen. Und ich habe gedacht, wow, wie macht man echt das? Ich möchte das auch machen. Und dann kann man ja heute im Internet einmal, gibt mir ein, Kurs, Bildhauen, Holz. Und dann ist die Schule rausgekommen, Petscha. Das ist eine Steinbildhauerschule, die einmal im Jahr Holzbildhauerkurs macht. Aha. Und dort war Daniel Eckli, mein erster Lehrer. Und ich habe das dort gelernt und gesehen und gemerkt, das ist es, da will ich weitergehen. Und das war jetzt vor 10 Jahren. Und das ist Maria, die du jetzt hier hast? Genau, das ist Maria und das ist der Max. Und die hast du aus einem Stück raus mit einer Motorsäge rausgeschnitzt? Genau. Ja. Aber du hast gesagt, du möchtest zu der Maria herstellen. Ja, das ist meine Freundin, das ist meine Muse. Ah, so. Und der unten, das ist der Konkurrent da? Nein, das ist, die gehören zusammen. Aha. Maria schaut auf den Max. Wir können das aus mal. Ja, sie schaut auf ihn. Ja. Sie hat ihn da. Und das spielt eigentlich keine Rolle, weißt, wer jetzt grösser und wer kleiner ist. Es ist wie einmal schaut das Weibliche fürs Männliche und einmal umgekehrt. Du hast so schöne Naturtöne, die du wählst. Also, wie bist du auf das gekommen? Die Farbe, das ist die allererste Skulptur, habe ich mit Acryl gemalt. Ja. Das ist einfach, da hast du eine Taube, also ein bisschen Wasser dran. Aber dann sind die Farben so platt, das heisst, sie haben keine Tiefe. Und was du jetzt als schöne Naturtöne nimmst, das ist ein Lösungsmittel mit Pigment. Also da hat es drin ein bisschen Irrigazinrot, ein bisschen Hostapermrosa, ein bisschen Miloriblau. Also ich mische die Farben
Und es ist wirklich Alchemie. Und das Mischen ist schon wie ein Teil von... Da ist noch ein Zauber drin. Also wie dass die Farben zusammenkommen, das ist immer so ein bisschen... Ich versuche möglichst wenig Farben, damit die Form stimmt, aber die Farben setzen den Akzent. Du musst mir gleich langsamer reden, weil hinten da schiebe es auf wie verrückt. Mein Gott, habt ihr alle gemerkt, die schiebe auf. Weißt du, die Führerinnen, die dich vorher schon benagelt haben, wenn sie wissen, was du genau machst. Ja. Die schieben jetzt alles auf, damit sie, wenn sie vorbei können, können sagen, was ist das genau. Gut. Ja, also, wenn du mal von der Maria ein bisschen weggehst, komm, wir machen es mal hinten dran. Dort hinten hast du eine ganz heisse Geschichte. Weißt du, was ist das? Kommunikation, sagst du, wir müssen mal schnell durch. Das ist Kommunikation 2.0, hä? Beziehung 2.0. Ah, Beziehung! Ja. Also so stellst du dir eine Beziehung vor? Das ist das, was ich sehe, was wir alle sehen, wenn wir manchmal auf den Zug warten oder so, oder auf den Platz gehen oder im Restaurant, wenn die Leute nur noch auf den Bildschirm schauen, statt sich gegenseitig anschauen. Und das gehört einfach auch dazu. Das ist so etwas, das gibt es. Aber weißt du, was der Unterschied ist von dem, was die eben machen und von dem, was sie machen? Also ich hoffe, jetzt, sie stehen Rücken an Rücken und miteinander kommunizieren, oder nicht? Ja, es sieht fast so aus. Eigentlich könnten sie sich umtrüllen und einander einen Kuss geben. Genau. Aber jetzt schicken sie sich ein WhatsApp mit einem Küsschen drauf. Meinst du, sie schicken es den anderen oder jemand anderen? Ich glaube noch den anderen. Gut, okay. Auch das, gell? Du machst alles mit einer Motorsäge aus einem Klotz raus. Ja. Und immer aus dem Ganzen. Also das ist, wenn ich anfange, schaue ich von oben, was hat Platz, wo müssen die stehen, das oben einzeichnen und dann arbeite ich mich langsam ab und gehe beim Arbeiten immer rundherum, weil wenn ich hier rein säge, dann muss ich da hinten schauen, ja, passt der Schnitt oder passt er nicht. Und der Kopf bestimmt so ein bisschen die Grösse vom Resten. Wenn der Kopf stimmt, kommt der Rest auch gut. Und da war es jetzt recht schwierig, da das stehen lassen, an dem arbeiten, das auch stehen lassen. Aber das sind so... Mit der Zeit kann man da. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es kommt ein Käppchen wieder, wenn wir ein bisschen aufhören. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Marcel, wenn wir das noch hören, trotz Lastwagen. Du fluchst sicher auch jemanden mal, wenn du mal versägt hast. Oder gibt es das gar nicht? Ja gut, doch, wir lernen das. Ja, also meistens ist es dann so, fluchen. Doch, dann finde ich, hey, bist du blöd, Marcel, wieso hast du nicht dran gedacht? Und dann muss ich einfach eine neue Lösung suchen. Dann muss ich halt sagen, oh, aha, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich halt etwas anderes machen. Aber das nimmt ab, je länger das man schafft, umso mehr weiss man, wo man muss schauen muss. Aha. Du, jetzt kommt der Käppeli, wir aufhören. Gott, und einen Schwenk mache ich jetzt noch auf die Leute, die da so ein bisschen schreiben. Also, ich hoffe, sie haben sich das alles gemerkt, oder? Denken wir so... Jetzt zähle ich alles nochmal. Oder? Alles schön aufgeschrieben und danke vielmals. Danke. Ja, es geht jetzt Schlag auf Schlag in Bad Ragaz, wenn Bad Ragaz über zu Bad Ragaz wird. Die 7. Schweizerische Triennale, die Skulpturausstellung vom 5. Mai bis zum 4. November. Am besten, ihr geht her schauen.